keine Erfindung. Ich habe den gestrigen Besuch so verstanden, dass es ein besonders energisch vorgetragener und vielleicht auch etwas unkonventioneller Wunsch nach einem Gespräch war. Und ich freue mich, dass das so auch aufgenommen worden ist. Hier finde ich ganz wichtig, dass wir die kurze Zeit, die wir haben, auch dahin nutzen, dass wir ganz konkret über den 3. Juni sprechen. Denn am 3. Juni kann es sein, dass die gesamten Grundsätze der linken Partei über den Haufen geschmissen werden, verraten werden, wo die Umweltbewegung, auf die ihr ja zugegangen seid, verraten wird und letztendlich auch ihr selbst euch verratet. Am 3. Juni steht der Beschluss zu dem Neuaufschluss des Tagebaus Welzow Süd 2 an. Es ist kein Problem nur der Brandenburger Linken, es ist ein Problem der Partei Die Linken, und da erwarte ich auch zu dem 3. Juni, zu dem Beschluss, der jetzt in Brandenburg ansteht, eine eindeutige und klare Aussage. Am 3. Juni wird noch nicht beschlossen, dass der Tagebau Welzow 2 aufgemacht wird. Die Landesregierung wird dann den Braunkohleplan beschließen. Und Sie wissen noch ganz genau, dass nach dem Braunkohleplan der Rahmenplan beschlossen wird, erarbeitet wird, danach kommen die Hauptbetriebspläne. Und beide Verfahren, sowohl der Rahmenplan als auch die Hauptbetriebspläne, setzen nochmal eine energiewirtschaftliche Notwendigkeit hervor, ob denn sozusagen tatsächlich abgebaut wird. Mir ist gerade einfach nur eine spontane Idee gekommen oder eine Frage, die ich zu diesem, also es wird ja immer wieder gesagt, wir sollen doch nach Brandenburg gehen, wir sollen zum Kabinett gehen oder besser zu der SPD oder so. Wie wäre denn das, wenn wir uns dafür entscheiden würden? Würdet ihr dann alle mitkommen? Ja, ich würde mitkommen. Also weil, dann ziehen wir von hier Richtung Potsdam, und ich denke, dass es ziemlich zentral ist, in Bezug auf das Kabinett da Druck zu machen, und insofern klare Antwort ja. Der Landesverband lässt sich an dieser Stelle schlicht und ergreifend nichts vorschreiben, von niemandem. Das sollte man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das hindert die Bundesebene nicht mitzuteilen, dass sie das alles doof findet, das kann sie gerne tun. Trotzdem ist am Ende entscheidend, was die Genossen und Genossen in Brandenburg wollen und nicht, was wer sonst auch immer noch will. Die Braunkohleverstromung und die Nutzung erneuerbarer Energien widersprechen sich. Wir brauchen den Systemwechsel, und deshalb, wer die Energiewende will, darf keine neuen Braunkohletagebau aufschließen.